Willkommen im allerbesten Deutschland aller Zeiten. Montagszitat Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, Arzt, Philosoph und Religionskritiker 1856 bis 1939. Und dieses Zitat, weil es so viele Menschen momentan umtreibt und ihnen eingeredet wird, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, wenn sie ein Problem mit der kindlichen frühsexuellen Erziehung haben. Also Sigmund Freud hat konstatiert, Kinder, die frühsexuell stimuliert werden, sind nicht mehr erziehungsfähig. Die Zerstörung der Scham bewirkt eine Enthemmung auch in anderen Bereichen. Zitat Ende. Wie gesagt, das soll einfach nur mal eine wissenschaftliche und intellektuelle Bestätigung sein für alle Menschen, die es zu Recht als ekelhaft empfinden, was da an kindlicher, frühsexueller Erziehung geplant ist. Es ist ein widerlicher Dreck. Ihr wisst, üblicherweise mache ich gerne mal einen Scherz, aber heute geht das nicht. Ich war gestern in Bernburg. Es war die erste reguläre Demo nach der Großdemo und Sommerpause. Und es war ein unfassbar trauriger Anlass. In Bernburg wird ein Pflegeheim geschlossen, und zwar das größte. Das steht fest, und zwar Ende November. Es gibt bislang nicht im Ansatz ausreichende Pflegeplätze für die 90 Bewohnerinnen und Bewohner. Das Pflegeheim Richter in Aschersleben hat sich bereits erklärt, 4 bis 5 Bewohner aufzunehmen. Mehr Kapazität haben aber auch leider sie nicht. Zeitgleich habe ich erfahren, dass auch in Aschersleben ein Pflegeheim schließen soll. Auch diese Bewohner müssen dann untergebracht werden. Die Demo gestern in Bernburg war so bewegend und die Menschen hatten Tränen in den Augen. Es ist unfassbar, was man den alten Menschen im Land antut. Es geht nicht nur um den letzten Wohnsitz. Es geht darum, dass dieses Altenheim in eine wunderschöne Umgebung eingebettet ist mit großem gepflegten Park und Saaleufer. Es geht darum, dass diese Menschen über die Jahre Freunde gewonnen haben in dem Glauben, dass es die letzten Freundschaften überhaupt sind, die sie im hohen Alter schließen werden. Es geht darum, dass sie nah bei ihren Verwandten sind, die mit ihnen beim Besuch in den Park gehen konnten, eine kleine Fahrt auf der Saale, ohnehin schon bescheidene Dinge, die aber für diese alten Menschen Highlight sind. Was wird aus ihnen? Eine Pflegerin kam gestern zu mir und erzählte mir teilweise unter Tränen, wie schlimm es jetzt in diesem Heim ist. Und sie schaute mich so traurig an und meinte völlig resigniert, wir können sie doch nicht auf die Straße schieben, wenn sie alles dicht machen. Die Bewohner sind verängstigt, sie sind unruhig, sie weinen, sie haben Angst, was aus ihnen werden wird. Und was wird aus ihnen? Es gibt in Bernburg keine Antwort der Bürgermeisterin. Es werden alle auseinandergerissen werden. Wenn sie Glück haben, kommen sie in ein Heim in Aschersleben, Stassfurt oder Köthen. Wenn nicht, vielleicht 100 Kilometer weit weg. Wie viele Angehörige werden sich die regelmäßige Anreise noch leisten können? Wie viele von den Bewohnern werden das Umpflanzen eines alten Baumes nicht überleben und hätten in ihrem Heim vielleicht noch schöne Jahre haben können? Was glaubt diese verschissene Muppet-Show eigentlich, wo sie heute wären, wenn es diese alten Menschen nicht gegeben hätte? Die durch unermüdlichen Fleiß, Verzicht und Selbstlosigkeit all das hier aufgebaut haben. Dieses Land lag in Trümmern. Und im Vergleich zum Westen, denen es durch den Marshallplan der Amis ziemlich gut ging, war hier im Osten einfach nur Öde, Tristesse und Notlage in den Jahren nach dem Krieg. Die alten Menschen hier haben es noch einmal viel schwerer gehabt. Und sie haben unseren Respekt und Dank und all unsere Fürsorge verdient. Mit der Arbeitsmoral der Muppet-Show würden wir heute noch in Trümmern sitzen. Dann könnten Sie davon träumen, irgendwelche Menschen übers Meer hierher rüber zu karren. Es würde nämlich niemand kommen wollen in ein asoziales, verdrecktes, heruntergekommenes Land mit Work-Life-Balance-Schwachmaten, die nichts Besseres zu tun haben, als zu überlegen, ob sie vielleicht doch lieber eine Vagina oder einen Pimmel hätten.
für meine Schniefnase. So. Und wenn jemand sich erdreistet, das Schandmaul aufzureißen und zu lamentieren, dass es ein privater Betreiber ist und der Staat nichts dafür kann, wer hat denn die ganze Pflege privatisiert? Das war der Staat. Und zweitens, Panzerfabriken sind auch nicht staatlich. Aber für einen verschissenen Krieg, mit dem wir nichts zu tun haben, können innerhalb von Minuten Milliarden im Bundestag beschlossen werden. Beschließt endlich Geld! Beschließt endlich Geld innerhalb von Minuten für unsere alten Menschen und ihr Schlafschafe da draußen, die ihr immer noch glaubt, es würde euch nicht betreffen. Glaubt ihr, dass eure Work-Life-Balance-Kinder sich irgendwann 24 Stunden für euch den Allerwertesten aufreißen werden, euch pflegen? Oder denkt ihr, ihr bleibt ewig jung? In welche Altenheime wollt ihr denn später einmal ziehen, wenn ihr richtig viel Glück habt und Demenz bekommt, damit euer schlechtes Gewissen über all eure Gleichgültigkeit euch nicht quälen kann? Dann wird eure verpimpelte Brut euch als erstes die Kohle abnehmen. Und dann ist auch nichts mehr mit privater Seniorenresidenz. Dann werdet ihr im Mini-Gästezimmer eurer Kinder in euren vollen Pampers liegen und hoffen, dass einmal am Tag der Pflegedienst kommt, um euch zumindest sauber zu machen. Pflegeheime wird es nicht mehr geben, auch für euch nicht. Ihr, es betrifft euch nicht, Ignoranten. Eine Regierung, die in solcher Notlage immer noch darüber lamentiert, welche Pronomen man jetzt benutzen sollte. Diese Regierung hat die Verpflichtung, sich um ihr Volk zu kümmern. Und zwar nicht nur um die 1%, die sich medienwirksam verkaufen lassen, sondern um alle. Zum Wohle des deutschen Volkes. Wer auch immer ein Problem mit dem Begriff hat, hat in unserer Regierung nichts verloren. Du kannst kein Chirurg werden, wenn du kein Blut sehen kannst. Du kannst kein Pilot werden, wenn du die Höhe nicht erträgst. Du kannst kein Bäcker werden mit einer Mehlallergie. Und du kannst verdammt nochmal kein Politiker in Deutschland werden, wenn du mit dem Begriff Volk nichts anfangen kannst oder Deutschland schon immer scheiße fandest. Dann geht auf eine Insel, kauft euch eine Cola, habt ihr genug und spielt dort Ringelpiez mit Anfassen. Aber macht den Weg frei, macht die Stühle frei für Menschen, die noch Heimatliebe, Loyalität und ein Gefühl von Ehre empfinden. Es ist widerlich, was hier abläuft. Es ist perfide, diese perfekte Symbiose aus Regierung und Medien. Es ist nicht mehr auszuhalten, wenn man einfach die Augen und Ohren nicht verschließt, kann man diese Ungerechtigkeiten nicht mehr ertragen. Was sagt es über einen Kanzler aus, der diese von sozialen Werten geprägte Friedensbewegung derartig diffamiert und bekämpft? Was sagt es über eine Regierung aus, ein Parlament, das sich von solch hetzerischen Aussagen nicht deutlichst distanziert? Die Antworten kennt ihr selbst. Diese Regierung soll endlich geschlossen zurückstehen. Scholz muss die Vertrauensfrage stellen. Herrgott nochmal, warum macht er es nicht? Weil er weiß, dass ihm das Vertrauen entzogen werden würde. Ansonsten könnte er sich doch so kackendreist hinstellen, wie er es auch bei Pressekonferenzen macht, und schweigend und grinsend gelassen abwarten. Wir müssen friedliche, aber starke Zeichen setzen. Morgen, 3. Oktober, Berlin ab 11 Uhr. Am Berliner Dom und Brandenburger Tor zwei Standorte, ein Ziel: Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung. Wem auch immer es möglich ist, fahrt nach Berlin, sorgt dafür, dass so viele Menschen dort sein werden, dass es nicht mehr ignoriert werden kann. Bildet Fahrgemeinschaften. Bildet Fahrgemeinschaften, schließt euch zusammen. Und zeigt dieser Muppet-Show, dass wir zusammenstehen, ganz gleich, welche politische Richtung wir haben, ganz gleich, welchen Bildungsstand, ganz gleich, welches Einkommen. Wir sind ein Volk und wir haben verdammt nochmal das Recht, uns für uns einzusetzen, für unsere Heimat, für unsere Zukunft, für unsere Alten und für unsere Kinder. Morgen, 3. Oktober, Berlin, wartet nicht, bis es zu spät ist, wartet nicht, bis wir nicht mal mehr demonstrieren dürfen. Ihr wisst es, die Macht der Menschen ist viel stärker als die Menschen an der Macht.
Unsere Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika jemals hatte.